Hallo meine Lieben, in meinen letzten beiden Videos habe ich euch ja gezeigt, wie man richtig gute Burgerbrötchen und auch Burger-Patties selber machen kann. Zu dem perfekten Burger gehört natürlich aber auch immer eine richtig gute Burgersoße. Hierfür nutze ich immer die geniale Knoblauchsoße, die ich euch in diesem Video hier zeigen werde. Die Soße könnt ihr auch als Pizzadip verwenden oder zu Anlässen wie zum Beispiel Raclette benutzen oder ihr esst sie einfach zu Fisch, Fleisch, Kartoffelgerichten oder auch Gemüse. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich habe schon richtig viel Lob wegen dieser Knoblauchsoße geerntet. Also probiert sie unbedingt mal aus. Die beiden Burger-Videos verlinke ich euch auch nochmal hier hinter dem i und auch nochmal am Ende des Videos, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Das Rezept zu der Knobi-Soße mit den genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox und natürlich auch nochmal zum Nachlesen auf meinem Blog. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Probiert es unbedingt aus und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Für die leckere Knoblauchsoße benötigt ihr Mayonnaise, etwas Ketchup, griechischen Joghurt oder normalen Joghurt, Senf, 1 bis 2 Zehen Knoblauch und etwas Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Die Zubereitung der Knoblauchsoße ist wirklich super einfach. Dazu müsst ihr nur alle Zutaten in eine kleine Schüssel geben. Als erstes die Mayonnaise oder auch Salatcreme als leichtere Variante, den Ketchup, den Senf und den griechischen Joghurt. Hier könnt ihr auch je nachdem, was ihr mögt und da habt, normalen Naturjoghurt, Creme Fraiche oder Schmand nehmen. Ich nutze hier am liebsten griechischen Joghurt mild mit 5% Fettanteil. Dann gebt ihr noch jeweils 2 Prisen Salz, Pfeffer und Paprikapulver hinzu. Zum Schluss presst ihr noch 1 bis 2 Knoblauchzehen in eure Soße. Ich nehme immer nur eine Zehe Knoblauch für einen milden Geschmack, aber wenn ihr einen besonders starken Knobi-Geschmack mögt, dann könnt ihr auch 2 Zehen nehmen. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox und das komplette Rezept nochmal zum Nachlesen auf meinem Blog. Nun müsst ihr alle Zutaten nur noch zu einer gleichmäßigen Soße verrühren. Dekoriert habe ich die Soße dann noch mit etwas Oregano und Paprikapulver. Wenn ihr die Soße als Pizzadip verwendet, könnt ihr auch noch etwas mehr Oregano hinzugeben, denn das passt dazu besonders gut. Nun könnt ihr euch mit der Soße zum Beispiel einen leckeren Cheeseburger zubereiten. Schaut euch dazu unbedingt auch meine anderen beiden Burger-Videos an. In dem einen zeige ich euch, wie ihr die luftig und leicht süßen Burgerbrötchen selber machen könnt und in dem anderen, wie ihr ganz einfach und ohne irgendwelche Hilfsmittel die perfekten Burger-Patties macht. Die Videos habe ich euch am Ende verlinkt. Viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken!